Mehrfacher Einbruch, Diebstahl, Verkehrsgefährdung, unterlassene Hilfeleistung, zweimal Totalschaden, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das, was die Jugendlichen in Leinzell im Ostalbkreis diese Woche angestellt haben, das ist wirklich krass. Das klingt nach einem Kinofilm, ist aber bittere Realität. Heike Hilbig ist die Inhaberin der Fahrschule, deren Autos die Kids geklaut haben. Wie haben Sie denn überhaupt von dieser ganzen Aktion erfahren? Ich war im Bett um diese Uhrzeit, 2.30 Uhr oder 2.37 Uhr, als die Polizeidirektion, bin dann auch erst gar nicht hin. Dann habe ich aber doch nochmal geguckt und okay, Polizei, gehst doch mal hin ans Telefon. Habe zurückgerufen und dann war dann der Dienstleitende dran. Der hat dann zu mir gesagt, Frau Hilbig, zwei Ihrer Fahrzeuge wurden in einen Verkehrsunfall verwickelt. Und dann sage ich, nee, meine Fahrzeuge stehen hier im Hof bei mir, habe ich dann zu ihm gesagt. Und dann hat er mir die Kennzeichen durchgegeben und dann habe ich dann schon mal die Augen richtig aufgemacht, weil das meine Nummern waren, habe dann das Fenster aufgemacht, habe rausgeschaut, wusste noch genau am Abend, ich habe drei hintereinander in einer Reihe gestellt, mein neuer Mercedes in der Mitte, der fehlte, und der andere Tiguan, der auf dem anderen Parkplatz stand, war auch weg. Ich bin dann runter in die Fahrschule, hab die Schlüssel gesucht und die Schlüssel waren nicht da. Wie konnten die Jugendlichen an die Schlüssel rankommen? Es war dann ja ein Einbruch ins Haus, also über die Garage. Hm. Aber dieser 15-jährige Junge hat bei mir den Mofa-Führerschein gemacht. Ja, den kennen Sie ja dann eigentlich, ne? Ja, ist ein sehr sympathischer, freundlicher junger Mann. Geschult von Ihnen, ne? Ja, also er hat ja mit 15, hat man ja in Baden-Württemberg nur die Möglichkeit, den Mofa-Führerschein zu machen. Und er hatte die Räumlichkeiten von mir natürlich gekannt. Wir waren dann im Hof draußen, es war ja laue Sommernacht. Und dann kam ein Kollege und der hat mich dann gefragt, ob ich Kontakt habe zu der Familie. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich, durch den Führerschein damals, vor ein paar Monaten. Also die haben meine Autos zu Schrott gefahren und dann noch geschwind anders genommen. Und das Polizeiauto hat die dann entdeckt und sind denen hinterher gefahren und haben auf das Haltsignal nicht gestoppt. Und dann ging ja erst die Verfolgung los. Ja, und das endete dann mit Polizeihubschrauber, der die dann irgendwie im Maisfeld gefunden hat. Ja. Genau, und den 12-Jährigen, der kam ja dann ins Krankenhaus, den haben sie ja liegen lassen. Ja, das finde ich aber auch irre, dass die ihren Kumpel da einfach liegen lassen und abhauen, ja, ne? Ja, mal von dem abgesehen, also mein Kind ist 13, habe ich gerade gesagt, ich weiß, wo mein Kind mit 13 nachts ist. Sie sitzen jetzt mit Ihrer Fahrschule auf zwei Autos mit Totalschäden, das ist wirtschaftlich auch nicht einfach, zahlt die Versicherung? Also ich sage nur mal so, wir sind im Corona-Jahr, das muss man ja auch sagen. Ich hatte zwei Monate komplett Ausfall. Also ich muss wirklich auch sagen, so viele Kollegen, die mir ihre Hilfe angeboten haben und auch, also nicht bloß das so dahergesagt haben, ja, und was ich da Zuspruch gekriegt habe. Und jetzt hat mir wirklich ein Kollege, der hat gesagt, ich bin bis Ende August im Urlaub, kriegst du den Automatik, weil der Automatik braucht man ja auch, man hat ja Automatikschulung und BE, also Anhänger. Und der hat mir den gestern sofort hergestellt. Welche Schlüsse ziehen Sie für sich daraus, aus diesem ganzen Dilemma? Also ich werde wahrscheinlich vermutlich schon kein Fenster mehr gekippt lassen. Was jetzt aber mein Verhältnis zu den jungen Leuten, Fahrschülern betrifft, ich werde viel erzählen können daraus. Also was in manchen vorgeht, weil gerade die Risikogruppe junge Fahrer, das ist ja manchmal, die wollen ja immer Gas und schnell und so. Und das ist halt doch, das hängt alles doch ein bisschen zusammen, diese Risikogruppe. Und da war ich nämlich viel mit, wo ich dann vielleicht auch erzählen kann. Jugendliche Crash-Kids klauen auf der Ostalb zwei Autos und liefern sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Einer sitzt inzwischen im Gefängnis. Die Fahrschulinhaberin Heike Hilbig aus Leinzell mit ihrer Perspektive der Ereignisse hier in SWR1 aktuell.